die Einladung, hier zu Ihnen sprechen zu können. Wir sprechen hier für die Architektin für den Kopfbahnhof. Wir haben uns circa vor einem Jahr zusammengefunden, als die Bewegung auf ihrem Höhepunkt, auch der Empörung war durch den Abriss des Nordflügels. Wir und wir sehen uns aber durchaus auch in der Reihenfolge von vorher engagierten Kolleginnen und Kollegen, wie zum Beispiel Fred Erlang, Professor Ostertag oder Dorothee Keuerleber. Aber wir haben uns zu vielen zusammengefunden und dann ist einfach natürlich die Kraft auch größer und wir haben in der Zwischenzeit einige Veranstaltungen im Rathaus organisieren können. Viele von Ihnen waren vielleicht auch dabei. Wir haben eine Ausstellung. Wir haben eine Ausstellung zusammengestellt, die man auch im Internet abrufen kann und die auch in großen Bannern im Schlossgarten hängt. Und unser Anliegen war einfach, auf einer inhaltlichen Ebene uns auseinanderzusetzen. Wir sind als Fachleute in der Verantwortung, oder wir sehen uns in der Verantwortung, einfach mit inhaltlichen Argumenten uns auszutauschen und nicht auf so einer eher emotionalen oder vielleicht manchmal nicht so ganz qualifizierten Ebene. Wo muss ich da, dass es weitergeht? Gliederung von unserem Vortrag von Herrn Sahi und mir zu dem Thema ist einmal in drei Teile gegliedert. Einmal der Tiefbahnhof S21 liegt quer in Stuttgart und das tut er natürlich in vielerlei Hinsicht. Er liegt einem nicht nur quer im Magen, sondern auch sonst quer. Die städtebaulichen Qualitäten beim Kopfbahnhof K21 und die Visionen zum Kopfbahnhof Stuttgart 21, Stuttgart. Der Tiefbahnhof Stuttgart 21 stellt sich einfach gegen die historische Entwicklung der Stadt Stuttgart. Wir wissen, dass wir uns in einem Tal bewegen und die Entwicklung auch im Tal über die letzten Jahrhunderte stattgefunden hat. Und aus unserer Sicht bei Stadtentwicklungen, die auch anknüpfen müssen an die historische Geschichte von einer Stadt und natürlich auch an die Topografie. Und aus unserer Sicht geht Stadtentwicklung einfach anders. Hier ist eine ganz schöne Darstellung aus dem Jahr 1852, wo Sie sehen, links das Schloss mit dem Schlossgarten hier den Stuttgarter Westen mit seiner typischen Quartierbebauung und die Altstadt mit Stiftskirche. Das ist ganz deutlich, wie die Stadt platziert ist und quer dazu ist jetzt, quer dazu liegt jetzt dieser Riegel, der durch diesen Tiefbahnhof sich entwickeln würde und wie ein großer Wall, 8 Meter hoch mit 4 Meter hohen Lichtaugen, die komplette Entwicklung hier, die sich zum grünen U entwickelt hat, wo wir alle eigentlich sehr stolz darauf waren, eine Barriere bauen würde und auch die wichtige Königstraße hier durch diesen Riegel einfach abgetrennt wäre. Also das ist, wie man überhaupt auf so eine Idee kommen kann, jetzt aus städtebaulicher Sicht, ist für uns sehr schwer verständlich. Aber dieses Querliegen ist das eine Thema. Es wird ja immer behauptet, bei Stuttgart 21 eine tolle historische und städtebauliche Chance, was wir mit dem Gleisgelände machen könnten. Aber wenn man mal ehrlicherweise genau hinguckt, sieht man natürlich in Stuttgart, dass durch die B14 und die B27 die Stadtteile sehr stark getrennt sind. Man sieht das hier an diesen Querschnitten von den Straßen. 7 Spuren, die besonders in den Verkehrszeiten Lawinen transportieren von Autos und Schmutz und Dreck. Und das hat eben schon Frau Dahlwender gesagt, die klimatische Situation in Stuttgart ist äußerst angespannt. Und da ist dieser Gleiskörper mit seinem flachen Relief ist einfach eine ganz wichtige und wertvolle Situation, um die schwere Luft, die schlechte Luft vom Tag durch die Abkühlung wegzutransportieren in der Nacht.
Weiter wird ja immer von den großen Flächen gesprochen, die dann frei werden, aber wenn man da mal genauer hinguckt, das ist vielen von Ihnen, die Sie sich damit beschäftigen, auch bekannt, bei Stuttgart 21 sind es 98 Hektar und davon ist für Parkerweiterungen 20 Hektar vorgesehen. Bei unserem Konzept K21 oder Kopfbahnhof 21 werden 66 Hektar frei. Und zwar sofort, wir können sofort starten und damit loslegen. Und für uns ist es auch ganz wichtig, den Park zu erweitern. Und wir sagen, wir möchten sogar 30 Hektar dem Park wiedergeben, um einfach diese großzügige Parkanbindung hier noch zu stärken und alle davon profitieren zu lassen. Und wir können uns das auch leisten, denke ich, weil wir gar nicht diesen ökonomischen Druck haben, der natürlich diese extrem teure Tiefbahnhof erzeugt. Von daher kann man dann auch ganz anders mit den Flächen umgehen. Was sind aus unserer Sicht Ziele, die bei der Stadtentwicklung wichtig sind? Es ist einmal die Erweiterung von gewachsenen Strukturen, wie zum Beispiel das Nordbahnhofviertel. Und wenn wir jetzt neue Ansiedlungen vorhaben, dann sollten das alte Viertel und das neue Viertel miteinander in seiner Infrastruktur profitieren können. Die Weiterentwicklung des grünen U, die Parkerweiterung und eben der Gewinn für alle Stadtbewohnerinnen und Bewohner. Nicht nur die, die dann auch da Picknick machen, wie das schöne Bild heute gezeigt hat, sondern insgesamt ist ja das ganze Klima in der Stadt einfach ein sehr viel besseres dann. Hier nochmal eine Luftaufnahme von Manfred Grohe, wo man ganz gut sieht, im Moment hier dieses ganze Gelände, was dann zur Disposition steht, jetzt mal abgesehen von dem Abstellbahnhof, der sich ja in Teilen auf jeden Fall in einer heute angemessenen Größe dann da noch wahrscheinlich seinen Platz haben wird, aber im Grunde sieht man ganz wunderbar, wie großzügig dann diese grünen Flächen der Park werden wird. Hier sieht man es nochmal als Montage. Dann sind uns städtebauliche Ziele die Mischnutzung. Und wenn wir heute uns das A1-Gelände anschauen, da ist das alles andere. Mischnutzung ist für uns wichtig, weil dadurch tagsüber und abends eine Lebendigkeit auf der Straße ist im öffentlichen Raum und damit einfach zum Beispiel auch keine Angsträume entstehen, aber einfach auch eine Lebensqualität, eine Lebendigkeit auf den Straßen und Plätzen, die einfach eine Qualität darstellen. Dann ist uns ganz wichtig der Planungsprozess, und zwar ein wirklich echter demokratischer Planungsprozess und nicht wie der bei der sogenannten offenen Bürgerbeteiligung vor 15 Jahren oder wie der Hermann und ich, wir damals auch schon da zugange waren und wir damals, da waren mindestens 400 Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt, die wirklich mit hohem Engagement sich eingesetzt haben und qualifizierte Fragen gestellt haben, aber grundsätzliche Fragen, fundamentale Fragen durften einfach nicht gestellt werden, weil damals war schon alles zu spät angeblich. Dann ist uns ein wichtiges Thema Kleinparzellierung, das heißt Grundstücke nicht nur für Großendinvestoren, weil wir meinen, dass gerade Menschen, die hier aus der Region kommen, auch eine ganz andere Verantwortlichkeit für die Stadt haben und unter anderem Blickwinkeln auch bauen und teilhaben an diesem demokratischen Prozess, wie vielleicht irgendein Investor, der von Shanghai oder sonst woher hier eingeflogen kommt und in dem relativ wirtschaftlich starken Stuttgart glaubt, eine stabile Wertschöpfung hier zu erzielen. Dann ist ein ganz besonders wichtiger Punkt auch den Vermarktungsdruck bei Grundstückskäufen wegzunehmen, und zwar das im zeitlichen Hinblick, aber auch was die Grundstückspreise angeht. Wir sehen zum Beispiel an Tübingen oder an Freiburg, wo einfach die Grundstücke zu moderateren Preisen hergegeben werden können. Da ist einfach eine ganz andere Möglichkeit, auch gemeinschaftliches Wohnen zu realisieren, wie bei uns, wo einfach insbesondere durch diese teuren Projekte, wie sie geplant sind, so Grundstückspreise von exorbitanter Höhe entstehen. Hier, Sie kennen es alle von den Demonstrationen und von den Mittwochsveranstaltungen, haben wir ja dann damals oft vor der Landesbahn Baden-Württemberg gestanden, als wir auf den Nordflügel geschaut haben. Das ist einfach, das schafft einfach keine Urbanität, solche Monostrukturen.
Und da stellen wir uns eher eine qualitätvolle Wohnnutzung, wie zum Beispiel hier in Kopenhagen, vor. Die kann durchaus auch eine Dichte haben. Dichte heißt nicht unbedingt wenig Qualität, weil das ist natürlich wertvolles Gelände und mit guter Infrastruktur. Aber das kann, muss einfach eine Qualität haben. Jetzt komme ich zum Bahnhof. Der Stuttgarter Bahnhof ist natürlich ein Wahrzeichen besonderer Bedeutung, besonderer Güte von Paul Ponatz und insbesondere natürlich auch mit seinen Seitenflügeln, weil die Seitenflügel auch städtebaulich ganz wesentlich sind, weil sie den Schlossgarten begrenzen und räumlich einfach dieses Ankommen nochmal fassen. Das ist ein Foto von Rosa Haidu, die einen ganz schönen Bildband auch zum Bahnhof gemacht hat. Und hier sieht man jetzt nochmal die städtebauliche Einbindung mit dem noch vorhandenen Nordflügel und die wichtige Arnulf-Klett-Platz, der im Grunde eine dicke Straße ist, die, das wird jetzt gleich mein Kollege Hamid Saihi hier erklären, was wir eigentlich hier mit dem Bahnhof für Chancen haben, damit was Wunderbares für die Stadt Stuttgart noch hinzukriegen. Ja, und diese Wunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bürger und Bürgerinnen von Baden-Württemberg, Stuttgart natürlich, die werden wir leider Gottes nicht rückgängig machen können. Aber ich bin ja ganz zuversichtlich und ganz froh, dass es diese 100.000 Euro jetzt gibt, die der Kandidat aus der Günther Jauch-Sendung bereitgestellt hat. Damit hoffen wir, diese Wunde zumindest einen Grundstock dafür zu haben, diese Wunde zu heilen. Also ich darf Sie nochmal recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Es gibt uns immer wieder Zuversicht, dass Sie die geballte Macht und die Kraft mit uns zusammen gegen dieses unsägliche Projekt anzugehen. Das gibt ein gutes Gefühl. Danke. Bevor ich jetzt zu dem komme, was wir mit dem Kopfbahnhof, sofern jetzt Stuttgart 21 nicht zur Ausführung kommen sollte, machen wollen, noch einmal die Situation, die bei Erfolg des Stuttgart 21 Projekts gegeben wäre. Wir haben ja, wie Odile Laufner vorhin schon sagte, diesen großen Riedel, der ja mit seinen 6 bis 8 Metern zusammen mit den Lichtrichtern 12 Metern Höhe sich als Riegel quer durch den Schlossgarten legt. Und dazu muss man sagen, dass damit eine große Chance vertan wird, nämlich wenn wir, ich zeige das mal hier in diesem Bereich, das ist ja der Arnulf-Klett-Platz und die Schillerstraße, da ist ja in den städtebaulichen Entwicklungszielen festgesetzt, dass wir den Durchgangsverkehr dort weiter raus auf die Wolframstraße legen wollen. Die ist im hinteren Bereich, das ist jetzt außerhalb des Bildes, und dadurch die Möglichkeit bekommen, dass wir hier eine gewisse Verkehrsberuhigung oder Verkehrsreduzierung bekommen, keine Beruhigung im eigentlichen Sinne, sondern wir werden nach wie vor dann Busverkehr und Taxiverkehr haben, ein paar Zugverkehr, aber eben nicht mal den barrierebildenden Durchgangsverkehr, denn damit könnte man eigentlich die Königstraße hier in einer engen Verknüpfung mit zum Schlossgarten bringen. Das wird auch durch die Stuttgart 21-Planer sozusagen diese Chance vertan. Sie bauen sich einen neuen Riegel auf, sperren den Schlossgarten gegen das Stadtzentrum ab und natürlich die selbst geplanten, die für Stuttgart 21 geplanten Quartiere eigentlich, die eine Stadterweiterung bilden sollten zum Stadtzentrum, die liegen dann hinterm Berg. Also ich weiß nicht, was das für eine Art von Stadtplanung ist. Ich habe schon gesehen. Und wenn man dann als Bürger, der hier entlang der Königstraße in den Schlossgarten gehen möchte, habe ich nur noch die Möglichkeit, durch dieses Loch über die Gleisanlage ca. 100 Meter auf die andere Seite zu wandern, um am Ende des Berges dann den Schlossgarten zu finden. Die Nachteile auch für dieses Projekt sind ja klar, es ist schlecht erschlossen und wie gesagt, wir geben auch diesem Projekt, das ist jetzt auch unsere Auffassung, unsere wirklich der wir auch glühend immer wieder erfolgen,
dass wir diesem Projekt keine Zukunft geben. Da wird wahrscheinlich in 20 Jahren, wenn es dann soweit ist, nichts gebaut werden. Dazu haben wir in zu vielen Immobilienblasen bereits gearbeitet und die das Desaster dann mittragen müssen, nachdem diese Blasen dann geplatzt sind. Das wird in Stuttgart auch nicht anders sein. So. Wir machen das anders. Wir machen diesen Riegel nicht. Wir erhalten den Kopfbahnhof, wir aktivieren ihn, wir beleben ihn, wir geben ihm neue Nutzungen, wir pflegen die Geschichte und das Gewissen, eigentlich sage ich jetzt mal, auch der Stadt, weil jedes historische Gebäude trägt eine gewisse Aura und die Historie der Stadt in sich, die wollen wir erhalten und nicht einfach nur vernichten. Wir haben hier, Moment, Entschuldigung, jetzt bin ich ja zu weit. So, wir haben ja hier wieder den Arnulf-Plett-Platz und die Schillerstraße. Die werden wir, nachdem sie verkehrsberuhigt ist, mit dem Bodenbelag der Königstraße ausstatten, also eine fußgängerbezogene Platzgestaltung einrichten. Wir werden hier, da wir ja ebenerdig jetzt die Schillerstraße überqueren können, als Fußgänger dann diese Königstraße fortführen, meinetwegen bis nach Cannstatt. Und diese Fortführung würden wir als Boulevard ausbilden, als nur für Fußgänger zugelassene Wanderweg, sage ich jetzt mal, oder Promenade. Und wir benennen sie als, wir geben ihr den Namen Parkterrassen. Ich komme dann später drauf, warum wir den Namen Terrasse gewählt haben, oder auch Schlossgartenterrassen. Und wir werden hier entlang eines wiederbelebten Südflügels nach vorne kommen und auch gleichzeitig auf der rechten Seite die Schönheiten und, des Schlossgartens erleben. Was wir dann noch weiter tun, Sie sehen hier die schraffierten Flächen. Ja, okay. Okay. Gut, ich beeile mich. Die schraffierten Flächen, das ist der bisherige Busbahnhof gewesen, der ist jetzt nach Untertürkheim verlegt worden und soll später zum Flughafen verlegt werden. Also der ist auch schon durch den Gemeinderat so verabschiedet worden, da muss ich sagen, das ist ja eigentlich sehr befremdlich. Wer kommt mit dem Flugzeug aus Berlin, um dann hier den Bus nach Nizza zu nehmen? In diesen Verkehrsknotenpunkt und in einer engen Verknüpfung mit den Bahnsteigen. Ich darf jetzt weitergehen. Hier noch einmal zusammengefasst, natürlich hier das Zentrum, der Busbahnhof im Zentrum Stuttgarts verbindet die Region direkt mit dem Fernverkehr und wir haben auch keine Betriebs- und Sicherheitsprobleme, weil der Bahnhof ebenerdig ist. Jetzt kommt eine Darstellung oder Illustrationen aus der Fußgängerperspektive. Wir stellen das immer im Vergleich dar. Hier sehen Sie den Bahnhof, wie er heute ist und auch die Schillerstraße. Moment. Hier als trennendes Element. Hier ist jetzt im Moment kein Auto, weil jetzt die Ampel rot war. Das habe ich ja extra so gemacht. Und was wir daraus machen, ist eben hier der Bodenbelag, den wir aus der Königstraße heraus fortführen und im weiteren Verlauf in diesen Boulevard einmünden lassen. Hier sehen Sie im weiteren Verlauf dann die Straße, die Cannstatter Straße entlang des Südflügels. Hier eine Hinterhofsituation, weil auch das Gebäude ziemlich vernachlässigt ist. Hier sind Laderampen und Müllcontainer aufgestellt. Wir machen daraus die Parkterrassen oder Schlossgartenterrassen. Erhöht angeordnet, damit wir eine gewisse Aussichtssituation auf das Leben und Treiben im Schlossgarten haben und auch um einen ebenerdigen Zugang zu den Erdgeschossebenen des Gebäudes zu haben, um hier auch barrierefrei zu reagieren. Im weiteren Verlauf haben wir die Stützmauer zum Gleisvorfeld, ist auf einem Podest angeordnet. Dadurch haben wir im Nordeingang des Bahnhofs die Ebenerdigkeit. Wir haben dazu auch unsere besondere Meinung. Wir meinen, es ist, gehört zur Sachgesamtheit, zur denkmalpflegerischen Sachgesamtheit des gesamten Bahnhofs, einschließlich seiner Flügel,
auch wenn manche diese Stützmauer nicht schön finden. Wir wollen sie so erhalten und hinterbauen, also mit verwenden für eine zukünftige Nutzung. Die Cannstatter Straße, die Sie davor sehen, die wird da ohnehin stillgelegt. Dann wird dann alles konzentriert auf die B14 und hier wird dann werden unsere Parkterrassen weitergeführt werden. Auch hier haben wir an eine Unterbauung des Gleisvorfeldes gedacht und wollen Nutzungen unterbringen, wie die der Freizeit und der Gastronomie dienen. Warum nicht eine Tanzschule mit in den Park, wo ich dann meinen Quickstep auf die Terrassen hinaus tanzen kann? Warum nicht auch ein kleines römisches Bad mit Blick in den Schlossgarten? So wie wir im Südflügel dann auch kulturelle Einrichtungen unterbringen wollen bei dem vorigen Bild. Und die wie Bücherreihen, wie Kleinkunst, wie Galerien, sogar das aus allen Nebenplätzen der Architekturmuseum im Weißenhof hat schon angefragt, ob sie im Bahnhof einen Platz findet. Das können wir uns sehr gut vorstellen. Hier ein Grundriss unserer Überlegung, wie wir hier den Busbahnhof, den ich vorhin angesprochen habe, unterbringen wollen. Das ist dieser Busbahnhof hier, direkt unter den Gleisen, in diesem Podest untergebracht, also nicht unterirdisch wirklich. Wir haben hier die Parkterrassen, das ist die Bahnsteighalle, sozusagen im unteren Bereich. Hier ist das Bahnhofshauptgebäude und hier ist der Nordflügel, der ja inzwischen abgebrochen ist, da oben die L-Bank. Wir schaffen hier anbindend an einen bereits vorhandenen Tunnel, den wir dann erweitern, eine Passage rüber zum Europaviertel. Da müsste man in der L-Bank dann vielleicht noch gewisse Anpassungen machen. Dann würden wir sie vielleicht auch erlebbarer oder belebter machen. Wir haben hier aus dieser Passage, die auch eine Kurzschlussverbindung zwischen den Bahnsteigen wäre, wenn man den Zug wechseln möchte und nicht den ganzen Weg nach vorne laufen möchte. Hier haben wir hintereinander geschaltete Rolltreppen und Aufzüge, wo man runter und rauf fahren kann. Und dann auch über Stichwege zu einem Terminal für die Busbahnhöfe, für den Busbahnhof erreicht, wo man dann einchecken kann und bequem auf die Abfahrt seines Busses warten kann. Was wir noch nicht dargestellt haben, wären hier noch weitere Flächen unter dem Gleiskörper für elektrisch betriebene Stadtmobile, die wir dort unterbringen können, oder auch elektrisch betriebene Motorräder oder Fahrräder. Ich bin sofort fertig. Hier ist noch einmal der Schnitt zu dem Ganzen. Wir sehen hier die Passage, die ich eben genannt habe, mit den Aufzügen, die Rolltreppen, hier der Busbahnhof und hier nochmal ein Detail. Hier ein Blick von oben auf an den Bahnhof mit einem neuen Glasdach, ein Beispiel, auch schon 400 Meter, so wie verlangt hier die verkehrsberuhigten, gepflasterten Flächen des Arnulf-Klett-Platzes. Hier, dieses Bild kennt ja auch schon jeder, eine Visualisierung von Roland Ostertag. Die Glasüberdachung schafft natürlich im Gegensatz zu dem jetzigen Bahnhof eine lichtdurchflutete Atmosphäre und wir können diese Überdachung auch mit seinen 60.000 Quadratmetern verwenden, um dort Solarmodule aufzubauen und damit dann den Strom für den Betrieb des Bahnhofs liefern und zum anderen auch zur Auftankung der vorhin genannten elektrisch betriebenen Fahrzeuge. Das können wir am besten. Das dafür machen, dass eben ausgebildet ist, eine Visualisierung von Professor Tobias Walliser. Jetzt gebe ich wieder an meine Kollegin. Ja, also recht herzlichen Dank, Frau Lautner. Unter der Internetadresse abrufbar. Genau. Also die Zusammenfassung auch nochmal. Ich denke, es wird auch noch eine Zusammenfassung von der Veranstaltung geben. Die werden wir dann auf die Homepage der Landtagsfraktion stellen. Also da werden wir uns darum bemühen, sodass Sie das praktisch alles nochmal wirken lassen können. Vielen Dank Ihnen beiden.